Tja, und was ist nun mit den Elchen? 2016 war ich in Norwegen und in Schweden. 2018 war ich in Schweden. Und dieses Mal bin ich in ganz Skandinavien unterwegs gewesen. Und ich habe nicht einen einzigen Elch gesehen. An jedem Hinweisschild an der Straße halte ich Ausschau. Überall guckt man in den Wald. Es ist einfach kein Elch zu sehen. Wahrscheinlich liegt das daran, dass es in Skandinavien keine Elche gibt. Es kann sich also nur um eine Lüge handeln. Und diese Lüge hat bereits 2014 der großartige Mirko auf Achse aufgedeckt, als er selbst auf einer Tour um die Ostsee war. Und die will ich an dieser Stelle mal einspielen. Mirkos aktuelle Kanäle habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Liebe Internetgemeinde, ich muss hier mal einen riesengroßen Betrug und Skandal aufdecken. Eine Lüge riesengroßen Ausmaßes. Ganz einfach, es gibt keine Elche in Skandinavien. Ich habe noch keine gesehen, es gibt keine Elche in Skandinavien. Das ist eine Erfindung der Tourismusbranche und in Verbindung mit der Schilderindustrie. Das sind Milliardenumsätze jedes Jahr. Die Leute werden verarscht, werden ins Land geholt. Jeder, der behauptet, er hätte schon mal einen Elch gesehen, der gehört zur Verschwörung dazu. Jeder, der einen Elch schon mal gefilmt hat, der ist drauf reingefallen. Das sind Statisten in Tierkostümen. Es gibt keine Elche. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber in diesem Sinne, lasst uns diese Lüge ausrotten und die Wahrheit verbreiten. So, ab nach Dänemark. Mit Unwetter im Ankommen. Gucken wir mal, wie sich das entwickeln wird.